Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Unser Kollege Bernhard Schrammel erzählt Ihnen heute von automatisiertes Fahren eine Einführung. Bernhard, bitte. Vielen Dank, Karin. Guten Morgen auch von mir. Starten wir. Studien besagen, dass der Mensch für über 70% der Verkehrsunfälle verantwortlich ist. Im Jahr 2016 hat der Bundesminister Leichtfried ein teilautomatisiertes Fahrzeug getestet. Wie man sieht, er lässt demonstrativ die Hände vom Lenkrad. Was sind die Ziele der Automatisierung? Die Verkehrssicherheit soll erhöht werden und Emissionen sollen verringert werden. Lärm, CO2 sind zwei Beispiele. Im Jahr 2016 ist die Automat-Fahrverordnung vom Bundesministerium erlassen worden, die das Testen zukünftiger Systeme erlaubt und mit der ersten Novelle sind in Serie befindliche Systeme erlaubt worden. Gehen wir durch alle Levels der Automatisierung. Die amerikanische Norm der SAE J3016 sagt, es gibt 6 Levels der Automatisierung. Man beginnt mit Level 0, das heißt, der Fahrer ist für alles verantwortlich. Der Fahrer muss lenken, bremsen, Gas bzw. Strom geben und alle Erfordernisse der STVO einhalten. Er hat keine Unterstützung von der Maschine. Level 1 besagt, dass der Fahrer die Füße wegnehmen darf. Es ist assistiertes Fahren. Das typische Beispiel ist ein Tempomat. Wir gehen das später im Detail noch durch. Level 2 hat die Bezeichnung teilautomatisiert. Der Fahrer darf kurzzeitig die Hände vom Lenkrad nehmen, muss sie aber immer in der Nähe haben. Derzeit sind wir so quasi beim Übergang von 2 auf 3. Level 3 bedeutet hochautomatisiertes Fahren. Der nächste Level ist Level 4, das wird als vollautomatisiertes Fahren bezeichnet. Und autonom ist Level 5. Die Maschine hat die komplette Verantwortung. Der Fahrer kann hier Beifahrer sein. So, schauen wir uns mal an, wann es begonnen hat. Level 0. 1870 hat der Österreicher Siegfried Marcus den ersten Zweitaktmotor erfunden und hat ihn auf einen Wagen gespannt. Dieser hat allerdings keine Lenkung und keine Bremse, deswegen ist es nicht das erste Fahrzeug. Das erste Fahrzeug hat der Deutsche Karl Benz im Jahr 1886 entwickelt. Dieses Fahrzeug hat nun eine Bremse und eine Lenkung, deswegen ist es das erste Automobil. Zur Vollständigkeit halber, im Jahr 1888 hat der Österreicher Siegfried Marcus nun auch ein funktionsfähiges Fahrzeug mit Bremse und mit Lenkung. Gehen wir nun zu Level 1, zum assistierten Fahren. Entschuldigung. Das bekannteste Beispiel ist der Tempomat. Sie sehen hier einen Lenkstockhebel, der am Lenkrad angebracht ist. Über diesen können Sie eine gewünschte Geschwindigkeit einstellen. Wenn Sie auf der Autobahn sind, können Sie zum Beispiel die Sollgeschwindigkeit von 120 km/h einstellen und das Auto hält diese Geschwindigkeit. Der Fahrer muss lenken und auch gegebenenfalls bremsen. Und der Fahrer ist für den Sicherheitsabstand verantwortlich. Diese Systeme gibt es seit 1958 von Chrysler in den USA und seit 1962 von Mercedes-Benz aus Deutschland. Seit dem Jahr 1995 gibt es einen adaptiven Tempomat. Im Englischen ist das eine Adaptive Cruise Control. Ich sage, das ist ein Level 1 Plus System. Sie sehen hier ein Dashboard. Das ist die Sicht des Fahrers und da wird die Distanz zum Vorderfahrzeug
dargestellt. Die Distanz zum Vorderfahrzeug wird mit einem Radar gemessen. Dieser Radar sendet Radiowellen aus und vordere Fahrzeuge oder Objekte reflektieren diese Radarwellen. Und aus der Laufzeitmessung kann man genau bestimmen, wo die vorderen Objekte sind und wie schnell sie sich bewegen. Somit kann das Auto die Bremse richtig ansteuern. Es wird die Bremse unter, wenn der Motor und die Bremse angesteuert werden, sagt man, das ist eine, es handelt sich hier um eine Längsführung. Gehen wir zum Level 2, teilautomatisiertes Fahren. Typischerweise hat man wieder eine Darstellung am Kombi-Instrument, wie weit das Vorderfahrzeug entfernt ist. Zusätzlich wird eine Kamera benötigt. Diese Kamera nimmt die Straße vor dem Fahrzeug auf und analysiert diese mit Machine Learning Algorithmen. Machine Learning Algorithmen sind ein Teil der künstlichen Intelligenz. Mit diesen Algorithmen kann man zum Beispiel die Fahrstreifen detektieren. Das ist eine adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Lenkunterstützung. Die Hand muss jederzeit am Lenkrad verbleiben und der Fahrer muss jederzeit in der Lage sein, das System abschalten zu können oder übernehmen zu können. Mit der ersten Novelle der Automatfahrverordnung sind diese Systeme erlaubt worden. Typische Einsatzorte sind die Autobahn und die Freilandstraße. So, wir kommen immer mehr Richtung Übergang auf die Maschine. Sprechen wir über Level 3 und 4. Diese sind derzeit in Entwicklung. Level 3 bedeutet hochautomatisiert und Level 4 vollautomatisiert. Das erste Level 3 Fahrzeug am Markt war der Audi A8. Es war der Use Case Autobahnpilot. Die Funktionalität war in einem Geschwindigkeitsbereich von 0 bis 60 km/h verfügbar. Der Fahrer muss aber innerhalb einiger Sekunden das System übernehmen können. In einem möglichen Fehlerfall würde das Auto auf seiner Fahrspur stehen bleiben. Diese Systeme dürfen derzeit aber noch nicht verwendet werden, da eine Typgenehmigung erforderlich ist. Diese Typgenehmigung ist erforderlich für alle Fahrzeuge über Level 3. Seit diesem März gibt es eine UNECE-Typgenehmigung für die Level 3 und 4. Nur zur Information, für ein Level 4 Fahrzeug müsste das Auto am Pannenstreifen stehen bleiben, wenn ein Fehler auftritt. Sehen wir uns die Komponenten von typischen Level 3 und 4 Fahrzeugen an. Ein Antriebsstrang wird benötigt, sprich ein Motor wird benötigt. Hier ist es ein Elektromotor. Der Bremskraftverstärker ist als Symbol für die Bremsanlage eingezeichnet. Hier sehen Sie eine Lenkung. Diese Lenkung hat drei Steuergeräte hier eingezeichnet und diese drei Steuergeräte berechnen den Lenkwinkel. Hat eines dieser Steuergeräte einen Defekt, dann können die zwei anderen Steuergeräte weiterhin einen Lenkwinkel berechnen. Und das System funktioniert noch immer. Man spricht hier von Fail Operational. Eine andere Beschreibung wäre Fault Tolerant. Sehen wir uns die Sensoren an. Wir haben schon über den Radarsensor gesprochen. Das ist ein aktiver Sensor. Kamera hatten wir schon. Das ist ein passiver Sensor. Neu könnte auch noch ein LiDAR hinzukommen. LiDAR ist wieder ein aktiver Sensor, das heißt, es werden Lichtwellen vom Auto ausgesendet und von Objekten werden diese Lichtwellen reflektiert. Mit einer Laufzeitmessung kann man die Lage der Objekte
bestimmen. Es gibt noch weitere Sensoren wie Ultraschall, aber das würde das Ganze jetzt zu sehr verkomplizieren. Die Daten dieser drei Sensoren werden einer Sensordatenfusion unterworfen. Das heißt, sie werden zeitlich und örtlich fusioniert. Man hat somit ein gutes Bild, wo man sich befindet und welche Objekte vor einem sind. Diese Daten werden einer Vehicle Control übergeben. Diese besteht grundsätzlich aus drei Bestandteilen. Der erste Teil ist ein strategischer Teil. Dieser macht die Pfadplanung. Der zweite Teil ist ein taktischer Teil. Dieser macht die Fahrstreifenwahl und die Objekterkennung, sprich Hinderniserkennung. Und der dritte Teil, die operative Einheit, teilt den Fahrwunsch in eine Längs- und in eine Querkomponente auf. Die Längskomponente entspricht dem Bremsen und dem Gasgeben und die Querkomponente, auch lateral genannt, entspricht der Lenkung. Ganz wichtig ist ein Human-Machine-Interface, also eine Mensch-Maschine-Schnittstelle. Der Fahrer kann so mit der Maschine gewünschte Zielorte und Parameter übergeben und das System kann dem Fahrer Statusmeldungen übergeben. Das ist vor allem für die subjektive Sicherheit der Beifahrer entscheidend. Automatisierte Fahrzeuge werden eine Konnektivität zu anderen Fahrzeugen und zur Infrastruktur haben. Man spricht hier vom K2X. Das X steht einmal für Vehikel und einmal für Infrastrukturen. Das heißt, die Fahrzeuge werden untereinander sprechen und auch mit der Infrastruktur sprechen. Und es gibt auch eine Konnektivität zum Herstellerwerk. Wenn es eine Konnektivität nach außen gibt, gibt es die Möglichkeit von Cyberangriffen. Sprich, Hacker versuchen, in die Systeme einzudringen. Damit das nicht möglich ist, müssen diese Systeme so designt werden, dass sie gegenüber Angriffen von außen sicher sind. Man spricht von Cybersecurity. Und ab Level 3 benötigen alle Fahrzeuge eine EU-Typgenehmigung. Bei Level 5 werden die Systeme ähnlich der sein wie bei Level 4. Im Unterschied zu Level 4 sind aber hier alle Use Cases sicher. Das heißt, es ist sicher auf der Autobahn zu fahren, es ist sicher auf der Freilandstraße zu fahren und es ist auch sicher in der Stadt zu fahren. Man spricht von autonomen Fahren. Aber bis es soweit ist, wird es noch einige Jahre dauern. Schauen wir uns die Anforderungen für ein automatisiertes Fahrzeug und so einen typischen Produktlebenszyklus an. Wir schauen uns das Ganze über die Zeitachse an. Typischerweise beginnt man mit einem Proof of Concept. Betriebskonzepte werden erstellt und Versuche werden gestartet. Wenn das positiv war, startet man mit einer Serienentwicklung und mit Testaktivitäten. Ziel ist es, dass man die Betriebssicherheit eines automatisierten Fahrzeuges erreicht. Wenn diese Aktivitäten abgeschlossen sind, ist eine EU-Typgenehmigung erforderlich. Ohne diese darf das Fahrzeug nicht auf den Straßen betrieben werden. Es gibt bestehende Regularien, die sind vor allem für die Bremse, für die Lenkung, Crashtest, für Licht und für Emissionen verantwortlich. Das Thema Software wird hier kaum betrachtet. Für das automatisierte Fahrzeug ist ein zusätzlicher Teil gekommen und zusätzlich wird es Regularien geben für die Themengebiete Cyber Security und Software Update.
Wenn diese Typgenehmigung vorhanden ist, dann darf das Auto in Betrieb gehen. In Englischen sagt man, spricht man von einem Operational Lifecycle. Zukünftig werden die Fahrzeuge ihre neue Software über Updates over the air bekommen. Das heißt, es wird nicht mehr notwendig sein, dass man für jedes Software-Update in die Werkstätte fährt. Und ein weiterer Treiber für die Entwicklung ist das Thema künstliche Intelligenz. Wir haben schon kurz das Thema Machine Learning bei den Kameras erwähnt. Das ist ein Teil der künstlichen Intelligenz. Also, es gibt Anforderungen aus der Typgenehmigung für die Serienentwicklung und auch von dem Betrieb, von dem zukünftigen Betrieb kommen die Anforderungen. Von den Konzepten, die anfangs erstellt wurden, wir gehen Anforderungen in die Serienentwicklung ein. Einer der ersten Schritte, die bei einer Serienentwicklung durchgeführt werden müssen, ist eine HARA. Das ist eine Hazard Analysis und ein Risk Assessment, sprich eine Gefahren- und Risikoanalyse. Da werden die Gefahren analysiert, die aus dem System entstehen können und die Betriebssicherheit gefährden. Und man muss Abhilfemaßnahmen definieren. Ein nächster wichtiger Teil ist die TARA. Das ist eine Threat-Analyse und Risk Assessment, sprich alle Gefahren, die von außen auf das Auto einwirken, werden hier betrachtet. Man spricht hier von Cybersecurity, also alle Aktivitäten, die von Hackern kommen können. Damit Betriebssicherheit für das automatisierte Fahrzeug vorhanden ist, müssen einige Normen erfüllt werden. Die funktionale Sicherheit muss erfüllt sein, die Cybersecurity, die Safety of the Intended Functionality, sprich die Sensoren müssen richtig sein. Es ist wichtig, dass man ein gutes Human-Machine-Interface hat und eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Das heißt, die Machine Learning Algorithmen in den Fahrzeugen müssen funktionieren. Seit einigen Jahren gibt es in der Automobilindustrie schon das Thema funktionale Sicherheit. Neu hinzu kommen Cybersecurity Engineering, Big Data Engineering. Es ist durch diese komplexen Systeme notwendig, auch neue Entwicklungsprozesse einzuführen. Zwei Beispiele sind Scrum und Less. Und wir treiben diese Änderungen. Das heißt, wir unterstützen unsere Kunden in diesem Veränderungsprozess. Wir stehen so quasi für das Ziel Betriebssicherheit von automatisierten Fahrzeugen. Schauen wir uns jetzt mal an, wo wir überall Dienstleistungen anbieten oder zukünftig anbieten werden. Sie sehen wieder die SAE Levels, Level 2, Level 3 und 4 und Level 5. Im Embedded Engineering dreht sich alles um Komponenten im Auto, sprich um Steuergeräte, um Sensoren, um Bussysteme, um Aktuatoren, um Navigationssysteme, um HMI-Lösungen. Ab Level 3 benötigen automatisierte Fahrzeuge eine EU-Typgenehmigung. Zusätzlich gibt es noch das Thema Virtual Type Approval. Das ist nur die englische Bezeichnung. Ein Virtual Type Approval ist eine Simulation, die von Behörden genehmigt wird. Das typische Beispiel ist eine Simulation eines Crashtests. Wir werden aber keine Simulationen von Crashtests durchführen, sondern wir planen dies für das Thema Cybersecurity. Die MSG liefert Lösungen für Navigationssysteme und für HMI-Lösungen. Das heißt, für Level 2 Systeme bieten wir ein HMI-Benchmark-Verfahren an. Mit diesem Verfahren kann man objektiv bewerten,
wie sicher diese Lösungen sind. Zukünftig sehen wir das Themengebiet HMI Remote Operator. Das ist speziell für Logistiklösungen und für LKWs interessant. Wie schon erwähnt, Sensoren sind ein sehr wichtiges Thema für automatisierte Fahrzeuge. Es ist ganz wichtig, dass man eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, in Englisch sagt man Trusted Artificial Intelligence, im Auto hat. Functional Safety ist in allen Levels ein wichtiges Thema. Information Security beschäftigt sich mit Security für die auf Company Level und Cyber Security beschäftigt sich mit den Security Maßnahmen auf Produkt Level. Wir sind in beiden aktiv. Damit Entwicklungskosten gespart werden, werden Model Driven Engineering, also modellbasierte Lösungen, vorangetrieben. Wir entwickeln zum Beispiel Steuergerätearchitekturen damit. Auch bei Entwicklungsprozessen sind wir ganz vorne dabei. DevOps ist die Abkürzung für Development und Operation. Und SecDevOps ist eine kombinierte Abkürzung aus Security, Development, Operation. Schauen wir uns kurz an, was außerhalb des Fahrzeuges passiert. Man spricht von einem Extended Vehicle, also die Kommunikation zwischen den einzelnen Fahrzeugen und die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Infrastruktur. Wir sind auch hier im Bereich Information und Cyber Security aktiv. Wir stellen Individualsoftware und erstellen Cloud Solutions. Big Data Handling und Data Analytics sind wichtige neue Themengebiete. Und das Thema künstliche Intelligenz. Im Bereich IT Solutions fassen wir die Themen SAP, Microsoft und Java-Anwendungen zusammen. Ich möchte dieses Thema aber hier überspringen, da es nicht mein Fachgebiet ist. Für alle Levels und für alle Gebiete unterstützen wir unsere Kunden mit neuen agilen Methoden wie Scrum und Less, mit Projektleitung und mit Prozessconsulting. Vielen Dank.